Ist das Paket schwer? Meine Güte. Willkommen zurück, liebe Zocker und YouTuber. Da steht mein derzeitiges Transportraumschiff der Wahl. Warum laufe ich so langsam? Die Kiste kann doch nicht so schwer sein. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich wieder mal Transportaufträge am Laufen, beziehungsweise immer noch, wer die letzte Folge gesehen hat. Eine Sache ist mir aufgefallen beim Landen. Mein Raumschiff hier hat keine Schilde mehr. Ich weiß nicht warum. Ich vermute, weil ich in der letzten Folge einen neuen Quantum Travel eingebaut habe, also einen neuen Quantum Drive, dass der zu viel Energie frisst. Sag mal, warum laufe ich so langsam? Dass der so viel Energie frisst, dass die Schilde nicht mehr genug Energie haben. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil vor 3.15 hat die Star Runner auch keine Probleme mit dem Quantum Drive gehabt. Schau, leg ab. Also mit der Energieversorgung vom Quantum Drive. So, drei Pakete muss ich hier abholen. Zwei haben wir schon. Jetzt kommt der letzte. Lauf, mein gutes da. Ohne Witz. Ich gucke gleich mal, wie meine Schilder heißen. Und dann gucke ich mal, ob ich ein paar Sachen im Schiff abschalten kann. Mich irritiert halt, dass die Schilder aus sind. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegen könnte. Ich habe ja den Quantum Drive aktivieren müssen. Und ich glaube, weil ich ihn aktiviert habe, hat er quasi unnötige Sachen, sofern man die Schilder als unnötig bezeichnen kann, abgeschaltet. Das wäre dann aber, wie gesagt, meiner Meinung nach neu, weil vor 3.15 kam die Star Runner mit dem XL1 Antrieb wunderbar zurande, also energiemäßig. Was kann ich denn ausschalten? Die Waffen könnte ich ausschalten. Die Raketen. Ah, da muss ich mir noch ein neues Powerplant kaufen. Ist ja wie in Elite jetzt hier. Zifix. Okay, wir machen gleich mal den Test. Aber ich habe den Verdacht, dass die paar kleinen Waffen, dass die keinen Unterschied machen. Werden wir gleich sehen. So, wir haben die drei Pakete, die wir abliefern sollen. Komm schon. Schwupps, da liegen sie. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr, glaube ich, ist das so. Ich glaube echt, wir haben... Das Quantum Drive hat zu viel Energie. Also zieht zu viel Energie. Tür auf, danke. Das wär's. Dann darf ich mir gleich nochmal neu... Ah, das wird aber teuer langsam. Ich habe letzte Folge schon 200.000 ausgegeben. Skorak würde sagen, deine Armut kotzt mich an. So, up, up and away. Wir gehen erstmal auf... So, ich guck mal ganz kurz. Ich habe den Verdacht, das ist das... Flieg! Flieg! Nicht runterfallen! Ich habe gerade irgendwas ausgeschaltet. Mann! So, wo habe ich ihn gerade drauf gedrückt, aus Versehen? Keine Ahnung, hier auf Power, glaube ich. So. Sind die Schilde jetzt wieder da? Jetzt sind sie wieder da. Moment mal, wo ist jetzt... Hä? Ich verstehe nicht, warum die Schilde jetzt wieder da sind. Warum sind die Schilde jetzt wieder da? Wo ist jetzt mein... Coolcore, Coolcore. Ich guck gerade, wo mein Quantum Travel ist. Ich bin mittelmäßig verwirrt. Okay, die Schilde sind wieder da. Wir fliegen jetzt erstmal dahin, wo wir die abgeben müssen. Wie hoch sind wir?
10, 6. Okay, gut. Wir brauchen eigentlich erstmal einen Flug zu irgendeiner Raum... zu einem... Dahin vielleicht? Was ist das? Nee, das nicht. Und das ist... Was ist das? Auch nicht. Haben wir hier irgendwo mal einen OM-Punkt? Ich sehe keinen. Einfach mal kurz nach oben geflogen. Hui, nee, wir haben keinen OM-Punkt. Dann versuche ich den Punkt so anzufliegen. Wir müssen ja hier irgendwo auf Hurston. Da müssen wir eigentlich hin, ne? Nach hier. Ja, das wird natürlich nicht klappen, weil... Warte mal, wo müssen wir hin? Da unten hin. Schau, das wird nicht klappen. In der Höhe macht er das eigentlich normalerweise nicht. Mich irritiert das mit den... Nee, macht er auch nicht. Wir müssen erstmal woanders hinfliegen. Das sind drei Punkte. Einer davon wird doch ein OM-Punkt sein, oder? Das ist er nicht, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Sag mal, ein OM-Punkt. Da, was ist, bist du ein OM-Punkt? Ja, okay, den nehmen wir. Warum waren die Schilder aus? Hör dir auf, den Kopf zu zerbrechen. Du musst dich mal mit dem Energie... Ich muss mich mal mit dem Energiesystem befassen. Von Raumschiffen. Und dann verstehen wir auch, woran das gelegen hat. Jetzt geben wir erstmal die drei Pakete ab und werden glücklich. Es macht mich kürre. Ich will die Info jetzt haben. Ich will die Info haben. Warum? Nein. Finger weg. Vielleicht brauchte das System einfach ein Reset. Ein Reboot. So. Das ist das erste Päckchen. Komm, vollen Schub nach unten. Mach mal Licht an. Damit wir sehen, wo wir da überhaupt hinfliegen. Keine Ahnung, was das jetzt gerade für ein Licht war. Ihr werdet mir wahrscheinlich schon unter die Kommentare geschrieben haben, was mein Problem mit den Schilden war und wo die Energie hin war. Ich ignoriere es jetzt einfach mal, bis ihr mir das sagt. Waffen haben auch noch Energie. Ich hasse Hurston. Das ist so eine Suppe hier. Man sieht überhaupt nichts. X, 5, 4, 3, 2, 1, 3. So, jetzt mal auf die Bremse. Fahrwerk raus. Da unten ist irgendwas. Okay. Diesmal versuche ich mal günstiger zu landen. Dass wir quasi direkt von der Rampe in das Gebäude stolpern können. Ist schon wieder so eine Suppe hier. Mein Gott, was für ein Flug. War das der Wind oder was hat mich da so runtergedrückt? Da müssen wir hin. So, hier. Geht das? Kriegen wir das hin hier so? Komm, hier so dazwischen und... Plong. Ja, ja, das geht. Das geht. So.
So, raus hier. Was natürlich auch sein kann, was ich jetzt nicht ausschließe, dass das so ein Effekt war von dem Quantum Trouble. Ich habe den ja gewechselt und musste den erstmal einschalten. Vielleicht war das so ein System-Reboot-Effekt. Warte mal, was muss ich denn da abliefern? Das Päckchen 660040. 660040, 660, dann nehmen wir das da hinten. So. Gottes Willen. Ja, schieben wir es darauf. Es war ein, genau, es war ein Reset-Effekt. Ja, so war das. Das wird es gewesen sein. So, wollen wir unterwegs noch ein bisschen Laranite mitnehmen? Könnten wir eigentlich machen, ne? Drop-off. Ne, komm rein da. Plong. Müsste das Richtige gewesen sein, ne? 66, 66. Jo. So, wieder raus. Habe ich aber wie Arsch auf einmal geparkt, ne? So, das waren jetzt die unangenehmen Flüge, weil Hurston, es ist ja, wie gesagt, Hurston hat immer so eine dicke Atmosphäre. Da musst du erstmal 10 Kilometer hoch, bis du springen darfst. Bei allen anderen Monden, da ist das egal. Da fliegst du 2 Kilometer hoch und dann darfst du springen. Boah, so mal, wie viele Türen? Kann man die nicht offen lassen? Nee, ne? Kann sie nur abschließen. Ja, komm. Aber wirklich wie Arsch auf Eimer geparkt. An jeder Seite. Ist okay. Passt schon. Wann irgendwie hat er merkwürdige Schubeigenschaften. So, wir müssen erstmal auf 10 Kilometer. Ab in den roten Bereich hier, komm. 300 Meter die Sekunde, Schallgeschwindigkeit. Piu, 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 piu. Bin gerade durch die Wolkendecke, falls sich wer fragt, was das gerade war. So, lass gucken. Wir sind auf 7. Komm, schneller nach oben. Schwing die Hufe, mein Dicker. So, wir sind über 10. Das heißt, wir müssten jetzt springen dürfen. Jetzt ist die Frage, wo springen wir als erstes hin? Aberdeen oder. Ist eigentlich egal, Ariel. Wir können mal gucken, wo wir direkt hinspringen können. Da können wir zum Beispiel direkt hinspringen. Jo, sieht gut aus. Luftwiderstand, guten Tag. So, dahin wollen wir bitte, danke. Na, komm schon. Hör auf zu zappeln. Ah, wir sind weg von Hurston. Hurra! So. Da müssen wir hin. Ja, sieht gut aus. Es ist auf. Ah, das ist hier auf der Seite. Das dürfte relativ schnell gehen, der Sprung. Springen wir schon? Sturzflug. Aberdeen mag ich auch nicht. Also irgendwie Hurston, die Monde bei Hurston, die sind alle so diesig dunstig. Also Hurston selber ist diesig dunstig. So, wir sind unterwegs.
muss immer noch sagen, in Elite haben mich diese Transportaufträge eine Weile angekotzt. Also nach einer Weile, aber in Star Citizen irgendwie macht das Bock, von A nach B fliegen. Hat was. Fahrwerk raus. Man kommt sich vor, als macht man was Sinnvolles. Was ja natürlich nicht stimmt, aber man kommt sich so vor. So, auch hier werde ich wieder versuchen, möglichst so zu landen, dass die Luke das Ding. Ich sehe es, oder? Sehe ich das? Ja, das könnte ein bisschen enger werden. Ja, wir versuchen es. Naja, andererseits können wir auch so, pass auf, können wir es auch hier hinstellen. Haben wir das Fahrwerk draußen? Ich glaube ja, ne? Plong, so, sitzt. Raus hier. Everdeen war der heiße Planet, oder? Warte mal, was müssen wir abliefern? Das sehe ich gleich. Super, jetzt überlagert sich das. Ganz doll. Drop-off-Package 575. Ne, 575 410. 575 410. 575 410 muss ich abliefern hier. Ich mache schon mal die Tür auf. Dauert eh ein bisschen. So, der hier, ne? Ja. Sieht gut aus. Paar Grafikfehler, aber hey, bisschen Schwund ist immer. Wo ist denn hier der auf? Da ist die Luke. Wie lange über würde ich hier überleben? Naja, 100... Oh, das wird... 128 Grad, aber irgendwie der Anzug schafft's. Ne, der schafft's nicht. 24 Minuten ist die Survival Time. Okay. Aber 24 Minuten ist mehr als ausreichend. Und beim letzten Punkt gucke ich mal in die Konsole da, ob ich da vielleicht irgendwas einkaufen kann und zurück nach Hurston fliegen kann. Damit wir auch ein bisschen Geld machen. Ich meine, wir kriegen hierfür auch Geld, aber nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel. So, ein Paket noch. War ja riesi-peasy eigentlich. Was ist denn das für ein Gerotze hier? So, schnell rein. Tür zu. Fühlt sich ja wie im Backofen. Den Fleck auf 180 Grad vorheizen, bitte. Tür auf. Danke. Ja, aber trotzdem, alles in allem. Ich bin immer noch nicht gestorben. Seit 3.15. Wie gesagt, das eine Mal, das gilt nicht. Das eine Mal. Und wir machen ordentlich, wir haben ordentlich Gewinn gemacht und haben auch schon die ersten Raumschiffteile gekauft. Yippie-yay, nach oben. Ist das Fahrwerk drin? Nein. So, warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Hopp. Sehr schön. So, wir müssen erstmal zu einem OM-Punkt fliegen. Nämlich zu dem da. Wackel, ruckel, ist gut, halt dich. So, und einmal durchs Asteroidenfeld. Das ist auch okay. Kannst du mal bitte die Augen gerade ausrichten? Danke. Und ab durch den Asteroiden. Zip. So, und auf Everdeen gucken wir mal, ob wir da nicht noch ein bisschen was Sinnvolles einkaufen können.
Hilfe. So, letztes Package. HDMS Norgard. Kann man da Mining-Zeugs kaufen? Ich bin mir nicht sicher. Engage. 400 Kilometer, das müsste auf der anderen Seite vom Mond sein. Also in tiefster Nacht mal wieder. Ja, oder auch nicht. Ich liebe es, man sieht gar nichts. Könnt auch in ein schwarzes Loch reinkacheln. Ich sehe nur am künstlichen Horizont, na gut, oben sind ein paar Sterne, unten ist pechschwarz. Nee. Könnte genauso gut in ein schwarzes Loch reinkacheln. Ich sehe unter mir irgendwelche Felsen, die ich scanne. Ich meine, die Lichter sind an von dem Raumschiff, aber mein Gott. So, ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ich hätte eine Idee, CIG, was man noch einbauen könnte. Leuchtkugelwerfer, bitte. Ich würde gerne meine Waffen gegen Leuchtkugelwerfer, also so die quasi das Land erhellen. Was ist das da links? Ah, das ist ein Felsen, okay. So, ich sehe langsam was. Fahrwerk raus. Also mal gucken, wo wir da landen müssen. Ich sehe ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich glaube, in diesem Gebäude da. Bin mir nicht sicher. Halt! Nicht gegen die Latichte! Okay, alles gut. Nicht gegen die Latichte! Habe ich aufgesetzt? Bin mir nicht sicher. Kann sein, dass ich da jetzt auf so einem Ding stehe, auf so einem Pönöpel. Naja, werden wir gleich sehen. Ich weiß, dass da unter mir eins war, aber... Ich war einfach mal, bin davon ausgegangen, dass das Schiff hoch genug ist. Also, dass die Landebeine hoch genug sind, dass ich nicht irgendwo draufstehe. Werden wir gleich sehen. Luke auf. Sieht aber alles in allem noch... Uppala. Ist gut, Schiffchen. Oh. Oh. Nein! Mein Schiff! Mein Schiff! Ganz locker bleiben, mein Schiffchen. Ganz locker bleiben. Keine ruckartigen Bewegungen machen. So, drop off. So, jetzt werden wir gleich sehen, hoffentlich, wie der Ruf nach oben geht. Ich war circa auf der Hälfte von der Company. Mal ganz kurz gucken. Wir haben 394.000. Wir haben so Hälfte. Objective complete. Kriegen wir 8.000, das ist nicht viel. Aber es geht uns ja erstmal nur um den Ruf. Objective withdrawn, das verstehe ich immer nicht, was das immer heißen soll. So, jetzt gucken wir mal nach. Ist der Ruf jetzt raufgegangen? Ja, schon so ein bisschen. Es fehlt nicht mehr viel. Wir sind auf dem besten Weg zum Runner. Mal kurz gucken, was hier so gibt. Gibt's hier was? Gibt's hier den neuen heißen Scheiß? Gold, naja. Also Gold wäre das Einzige, was ich irgendwann, wenn ich es voll kriege, lass mal kurz gucken. 100% Destination Full, 62.000. Lohnt sich allerdings ehrlich gesagt nicht wirklich. Man kann von 10 bis 20%, das wären 6.000 bis 12.000 gewinnen, da lohnt sich der Flug nicht, da machen wir lieber noch ein paar.
Also wäre es Laranite, also wie gesagt, wären so 200.000 gewesen, da könnte man sagen können, okay, das wären 20.000 bis 40.000 Gewinn. Aber 6.000 bis 12.000, ne, das ist. Dann noch das Risiko, dass einen vielleicht einer abknallt. Die ganze Ladung futsch ist. So, aber deswegen machen wir hier auch einfach mal den Aufnahmestopp. Also ich werde mich, denke ich mal, wieder melden, wenn ich denn soweit bin, wenn ich denn der Runner bin und die neuen Transportaufträge machen kann. Oder wenn Patch 3.16 draußen ist. Eins von beiden wird vorher eintreffen. So. Aber hier ist erstmal Aufnahmestopp. Ich sage bis dann denn, euer Mr. Fleck aus Star Citizen. Ich bleib hier noch ein bisschen im Dunkeln stehen und guck mir die Wüste an. Bis dann denn.